Servus Leute, zurück zu Let's Play Warcraft 3, Reign of Chaos. Die Untoten haben das letzte Mal das Chaos auf die Welt gebracht. Sie haben die Verdammnis aus den Universen gerissen und auf die Erde gebracht oder auf diese Welt. Sie haben die Dämonen beschworen. Eine riesige Dämonenstreitkraft wird gerade über die ganze Welt entfacht. Und jetzt springe wieder zu den aus dem Prolog bekannten Orks und schauen, wie die nach Kalimdor gekommen sind. Die Invasion von Kalimdor. Die Ork-Kampagne. An Land. Kapitel 1. An Land. Den Anweisungen des mysteriösen Propheten getreu folgend, führte Thrall die Horde über das große Meer. Jetzt ist die Horde der Orks nach wochenlanger Irrfahrt auf tosender See an den rauen Küste Kalimdors angekommen. Da ihre gestohlenen Schiffe nicht mehr seetüchtig sind, wagen sich die Orks vorsichtig landeinwärts, immer auf der Hut vor den unsichtbaren Gefahren, die hinter den Klippen dieses trostlosen Landes lauern. Kalimdor, scheinbar eher so ein Steppengebiet. Die Schiffe kamen aber nicht so gut an. Kriegshäuptling, unser Schiff wurde schwer beschädigt, als wir den tosenden Mahlstrom passierten. Es ist nicht zu retten. Ich wusste es. Können wir unseren Standort bestimmen? Ist dies Kalimdor? Wir sind immer westwärts gereist, wie befohlen. Das müsste es sein. Wohlan denn. Wurden Spuren von Grom Hellscream oder den anderen Schiffen gesehen? Nein, Kriegshäuptling. Seit wir getrennt wurden, nicht. Rüstet zum Aufbruch. Wenn unsere Kameraden es bis hierher geschafft haben, sollten wir sie entlang der Küste finden. Die Geister sind ruhelos. Okay, wir müssen jetzt uns... Wir sollten nachsehen. Vielleicht enthalten diese Kisten wertvolle Vorräte. In der Tat. Wir haben hier... Meister? Die Grunzer, die schon bekannt waren und jetzt neu... Wohin soll ich gehen? Trollkopfjäger. Wen soll ich töten? Wohin soll ich gehen? Was soll das? Überlasst das Ding mir, ich nehme euch eine große Last von den Schultern. Okay. Wollt ihr eine Zigarre kaufen? Feinste Grastabak. Bumm. Anscheinend. Sagt meinem kleinen Freund Hallo. Nein. Wen soll ich töten? Okay. Also weiter. Sagen wir seinem kleinen Freund mal nicht Hallo. Ja. Dabu. Schauen wir doch mal Ehre. Murlocs. Dabu. Ja, Thrall kann Kettenblitz wirken. Das kennen wir schon aus dem Tutorial. Und wir wissen ebenso aus dem Tutorial, dass Murlocs eigentlich nicht so schwierig sind. Aber hier liegt eine Leiche. Das ist eines unserer Schiffe, Kriegshäuptling. Der Sturm muss es gegen die Felsen geworfen haben. Das ist nicht so gut. Dabu. Ja. Drachen. Dabu. Niemand wird überleben. Okay. Für die Ehre. Meine Krieger können da herrlich wenig dagegen ausrichten, aber meine Fernkämpfer natürlich schon. Für die Ehre. Ja. Für die Ehre. Ein Ring des Schutzes. Lass mal Thrall durch. Für die Ehre. Den nehmen wir doch gerne mit. Ein bisschen mehr Rüstung ist nie schlecht. Ich bin der Kriegshäuptling. Das wissen wir. Ja. Das freut uns. Für die Ehre. Piggy, hier gibt's Piggy. Dabu. Zumindest gibt's für die Orks was zu futtern. Fische sehe ich hier auch. Dabu. Ich glaube, dass das Fische sein sollen. Für die Ehre. Steppengebiet, was doch an Ernährung bietet. Also man kann da leben. Für die Ehre. Rache für unsere Kompagnons. Tötet sie. Für die Ehre. Der Heilschutzzauber ist ziemlich nice. Den kann ich dreimal auch
in einem bestimmten Gebiet aufstellen. Das ist so ein Totem. Und in diesem Gebiet, wenn meine Kreaturen da rumstehen, dann werden sie geheilt. Das ist wie ein Jungbrunnen. Für 30 Sekunden dann halt. Ziemlich nützlich. Gleich mal uns das Territorium zu eigen machen und hier die gegnerischen Bauten niederreißen. Keine Murlocs hier, das wird unser Hafengebiet. Ja. So schaut's aus. Niemand wird überleben. Okay, hier sieht's noch einem Gemetzel aus. Hier fand eine große Schlacht statt. Der Lehm ist rot von frischem Blut. Gibt es in diesem Land nur Staub und Gemetzel? Aber in welche Richtung? Rechts oder hoch? Da. Gehen wir erstmal hoch. Für die Ehe, diese garstigen Kreaturen haben die Leiber von Pferden. Loktar Ogar! Tja, den konnten wir nicht treffen. Diese garstigen Kreaturen, ich glaube, von denen habe ich... Ich glaube, von Warcraft habe ich dieses Wort garstig in meinen... Nein, auch von Herr der Ringe. Garstige Hobbits. Ja. Ich mag das Wort garstig. Für den schön rollenden R, garstig. Dabei weiß ich nicht mal die richtige Bedeutung davon. Ja. Für mich ist es irgendwas Negatives. Dabu. Lästiges. Für die Ehre. Dabu. Garstig eben. Für die Ehre. Schweine. Sowas wie diese Schweinewesen habe ich noch nie gesehen. Wenigstens sind sie hübscher als die Menschen. Über Geschmack lässt sich ja nicht schreiten. Stachelleber. Noch mehr Heilschutzzauber. Die können wir ja schon fast mal nutzen. Wobei, ich glaube, die... Ja. Sag mal, ich gehe erstmal nach oben. Ich weiß nicht, hier unten geht's so weit weiter. Ich schau es mal oben weiter. Für die Ehre. Dabu. Dabu. Ja. Ja. Was ist das? Ist das ein Ameisenhaufen? Nee. Das raucht irgendwie. Wartet, war ich hier schon überall? Verflucht, hier Dabu. Ist nichts. Garstige Höhe. Für die Ehre. Na gut, sei es so. Ich liebe die Heilschutzzauber. Davon kann man gerne mehr kriegen. Besser als die Heilrolle. Ja. Wobei, kann man nicht so leicht unterscheiden, weil die Heilrolle gibt... Häuptling, dieses Wrack wurde schon vor langer Zeit verlassen. Vielleicht hat die Mannschaft überlebt und ist hier irgendwo in der Nähe. Vielleicht. Wir werden suchen. Was wollte ich sagen? Genau, der Vorteil von der Rolle ist halt, sie heilt sofort. Das heilt regenerativ, also über die Zeit. Für die Ehre. Noch mehr Schweine. Ah, habe ich da was gesehen? Ja. Natürlich, neue Einheit. Für die Ehre. Die Geister sind ruhelos. Lokregar Logal. Da können wir eigentlich auch mal einen schlucken. Danke für die Rettung. Wir sollten uns beeilen. Die Schweinemenschen behaupten, es wären noch andere Schiffe in der Nähe. Okay. Zerstören wir erstmal die Gebäude der Schweinemenschen. Das haben sie wenigstens verdient. Für Doomhammer. Dabu. Orks. Ja. Die Pferdemenschen erschlagen diese Stierkreaturen. Schon wieder. Wir kamen her, um sinnlosen Konflikten zu entgehen. Nun scheinen sie überall zu sein. Wir konnten sie wieder nicht retten. Ja. Kurios. Dabu. Für die Ehre. Wollte gerade sagen, sieht sehr nach Murloc-Gebiet aus. So viel Wasser. Ein kaputtes Schiff. Ehre. Dabu.
Speerkämpfer sind gute Einheiten. Ja. Aber scheinbar ist hier niemand. Dabu, also außer diesem kaputten Schiff ist hier die nichts. Ehre. Schwach. Hätte ruhig noch was sein können. Hm. Irgendein Gimmick. Und wenn es ein Heiltrank gewesen wäre. Logregar Nogal. Ja. Die Geister sind ruhelos. Dabu. Oh, mehr Einheiten. Schön, wir kriegen eine richtige Armee. Für die Ehre. Sromka, Kriegshäuptling. Wir wussten, ihr würdet uns finden. Sromka, Krieger. Schön, dass alle in Sicherheit sind. Habt ihr zu Hellscreams Gruppe gehört? Nein, Kriegshäuptling. Der Sturm hat uns getrennt. Wir sind eben erst angekommen. Dabu. Okay, gibt's hier hinten noch für irgendwas? Für die Ehre. Dabu. Eure Zeit ist gekommen. Wie ich schon erwähnt habe, für die Ehre. Dieses Spiel belohnt Erkunder dran. Ja. Nur das ist ein bisschen lästig. Ja. Nein. Oh Mann. Die Geister sind ruhelos. Hm. Einen Löwenring möchte ich mitnehmen. Egal was er macht. Ich weiß, was soll ich tun? Also weiter. Beweglichkeit. Ja. Hat das nicht auch der Spinnenring schon bewirkt? Die Geister sind ruhelos. Beweglichkeit. Für die Ehre. Er braucht eigentlich Intelligenz. Aber ich nehme alles gerne kostenlos. Ja. Für die Ehre. Großes Gebiet. Oh, Donnerechse. Dabu. Ja. Ja, dann greifen wir mal die Donnerechsen an. Oh, die können zaubern. Hey, Wunder, die können Blitze schießen. Für die Ehre. Wow. Mana Drink. Ich bin der Kriegshäuptling. Also weiter. Hab grad schon überlegt. Da ist auch noch was. Und da geht's entlang. Geht's da generell entlang? Sieht so aus. Dann würde ich erstmal hier entlang schauen. Dabu. Ja. Halt. Oh, zu spät. Harpien. Ja. Harpien. Harpien? Wie man es auch nennen will. Rolle der Bestie. Erhöht den Schaden für kurze Zeit. Ah, komm. Für die Ehre. Tausche ich Schutz gegen Schaden. Ja. Dabu. Für die Ehre. Dann Dabu. Geht's hier hoch. Dabu. Naja, kein Gebiet ausgelassen, wie es scheint. Wow. Schon wieder einer, der stirbt. Lognarasch. Da, das ist der Heilschutzzauber. Niemand wird überleben. Lognarasch. Dabu. Für die Ehre. Jetzt brauche ich selbst unbedingt einen Heilzirkel. Dabu. Ich glaube, ich habe gerade nämlich eine Einheit verloren. Uncool. Ich bin der Kriegshäuptling. Hält eine Weile, heilt sie eine Weile hoch. Ist ganz nützlich. Besonders, da ich ja mit diesem Held nicht heilen kann. Davor hatte ich immer jeweils einen Helden, der heilen kann. Jeweils Arthas. Jetzt bin ich auf solche Spielchen angewiesen. Ja. Hm. Oh, schaut euch das an. Für die Pferdemenschen scheinen für den Krieg gekleidet. Und das sind nicht gerade wenige Pferdemenschen. Ja. Würde ich mal behaupten. Für die Ehre. Die paar Orks hätten keine Chance gegen diesen Strom an Gegnern. Dabu. Vielleicht sollten wir uns mit denen verbinden. Ja. Eine Armee Pferdemenschen gegen die Dämonen? Dabu. Wäre doch was. Ja. Hm. Oh, hier wären Heilbronn gewesen. Hätte ich die eine gar nicht benutzen müssen. Blöde ist es. Nutzt denen gerade auch.
den Heilschutzzauber gebaut. Für die Ehre. So, wir können uns jetzt wirklich heilen. Wobei, wir sind schon geheilt. Dank dem Heilschutzzauber. Ja. Dabu. Dabu. Für die Ehre. Für die Ehre. Ja, dafür. Ja. Da könnte was sein. Ja. Zum Beispiel Gegner. Dabu. Und ein Leveler? Niemand wird überleben. Eure Zeit ist gekommen. Stab des Blitzschildes. Möchte ich nicht. Damit kann man eine Kreatur verzaubern, dass Blitzkugeln um sie herumfliegen. Und sie macht dann allen benachbarten Kreaturen damit Schaden. Habe ich nie richtig eingesetzt. So, welche Fähigkeiten hat Thrall neben den Kettenblitz noch? Er kann Fernsicht. Dadurch kann ich zum Beispiel irgendein Gebiet anklicken, was noch schwarz ist, und dadurch es kurz aufdecken. Mit Wildgeist kann ich 2 Geisterwölfe beschwören, die für kurze Zeit, also 60 Sekunden, mitkämpfen. Mit jeder Stufe werden sie ein bisschen besser. Und seine Level 6er Fähigkeit ist Erdbeben. Ähnlich wie bei Kel'Thuzad, so ein Flächengebietschaden. Besonders effektiv gegen Gebäude. Dabu. Wir nehmen hier die Wildgeister, die sind echt geil. Weil sie auch als relativ kostenlose Nahkämpfe, Speer, Kanonenfutter dienen. Dabu. Ja. Seht ihr? Die greifen die an und meine Krieger werden relativ verschont. Und wenn so einer verpufft, egal. Kann ich wieder beschwören. Kostet bloß Mana. Oh, das ist schön. Also weiter. Ein Buch der Gesundheit. Mehr Lebenspunkte. Ich bin der Kriegshäuptling. 50 dauerhafte permanente Lebenspunkte. Lockner rasch! Dabu. 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 Da drüben ja. Vielleicht. Wir sollen ja am Strand entlang laufen. Dabu. Oh, das sind noch mehr. Ja. Zomka, Kriegshäuptling. Grüße, Krieger. Gibt es Spuren von... Von was? Die Pferdemenschen greifen an. Verteidigt euch. Die Pferdemenschen greifen an. Ja. Okay. Garstige Hobbits. Ich meine Federmenschen natürlich. Ich bin Kahn. Häuptling der Blotthuftauben. Ihr Grün heute kämpft tapfer und ehrenhaft. Ich bin fasziniert. Ich bin Thrall. Dies sind meine Brüder, die Orks. Wir suchen das Schicksal, das uns versprochen wurde. Ihr sucht das Schicksal? Es wird euch finden, Jüngelchen, aber es gibt ein Orakel weit im Norden, das vielleicht... Norden? Aber eine Armee der Pferdemenschen marschiert nordwärts. Was? Nein, mein Dorf ist in Gefahr. Oh oh. Ich muss mehr über dieses Orakel wissen. Folgt ihnen, beschützt Cairn um jeden Preis. Nein, ich will doch erst erkunden. Ja, Cairn vor seinen Feinden beschützen. Ja. Cairn Bloodhoof muss überleben. Schade, nichts mit erkunden. Dabu. Ja. Dabu. Ja gut, aber wir haben schon ein Gesundheitsbuch. Wahrscheinlich gibt es nicht mehr. Es wäre unrealistisch, viele Bücher zu finden. Für die und alles Ehre. Andere ist bloß temporär von Nutzen. Dabu. Meistens findet man was Besseres ja. In den nächsten Maps. Bisher sind keine Gegner da. Ist das das Dorf? Sehr was einfach. Für die Ehre. Oh,
Okay. Gern, bleib im Hintergrund. Du musst beschützt werden. Ich bin der Kriegshäuptling. Ja. Gerade noch rechtzeitig. Die nächste Welle rückt schon vor. In der Tat. Für die Ehre. Nein, ein Taube ist gefallen. Dabu. Loknarasch, da kommen sie wieder. Sollen sie nur kommen. Dabu. Nein. Oh, schade. Also weiter. Könnte mal jemand hier... Die Fokussen. Diesmal haben sie einen Helden dabei. Der wird auch fallen. Da ist der Held gefallen von den Zentauren. Für die Ehre. Hauptquest erledigt. Die Kern beschützen. Euer Stamm ist sicher, Alterchen. Habt Dank, junger Kriegshäuptling. Doch die Zentauren haben alles wild aus der Gegend vertrieben und ich kann mein Volk nicht verhungern lassen. Bald müssen wir nach Norden zu den grünen Wiesen von Malgo. Und ihr fürchtet, die Marodeure überwältigen euch? Ja, in der Ebene sind diese Teufel unübertroffen schnell. Wenn ihr uns verratet, wie man zu dem erwähnten Orakel gelangt, werden meine Brüder und ich euch auf dem Marsch begleiten. Ihr und euer Volk fasziniert mich, junger Sral. Mit Freuden dürft ihr euch uns anschließen. Okay, unsere ersten Verbündeten in diesem neuen Gebiet. Kern. Okay. Kern und die Taurenkrieger. Sehr schön, sehr schön. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Like nicht vergessen. Ciao.